Ich bin bereit, Sir. Wir auch und somit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Das reimt sich sogar und nein, ja, na dann los, bringen Sie mich zur Destilleriebezirk. Bringen Sie mich zum Destilleriebezirk. Maske auf! Dächer und Vorsprünge führen manchmal zu alternativen Wegen. Okay. Der Jedermannsorden ist die vorherrschende Religion im Kaiserbereich. Weiß nicht. Weiter. Ziemlich dunkel hier. Ein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Luckengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Da drüben entsorgen Sie die Leichen. Nutze die Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu umgehen. Sprich mit der Lumpengräfin in ihrer Wohnung. Okay, dann gehen wir doch mal. Hier rein. Verhalte dich überall herum. Der Kanal ist schon verseucht genug. Hey, was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sich selbst überprüft. Mach weiter. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Eins, zwei, drei, hoch! Mann, geschissen. Ich glaube, der Junge da ist keine wirkliche Bedrohung. Eins, zwei, drei, hoch! Ah. Hilfe! Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Dich entsorge ich noch besser. Eins, zwei, drei, hoch! Achtung, Bürger von Dunwall. Alle verstorbenen Familienmitglieder sind dem örtlichen Totenzähler zu melden. Ungemeldete Todesfälle sind ein strafbares Vergehen. Was ist mit dem los? Ich fürchte, die kleinen Vögel sind heute traurig.
Ah, das ist die Lumpengräfin. Wow. Wozu? Okay, die hat was drauf. Senders Food not something. Not irgendwas. Die waren immer schon links. Wie hörst du zu? Kacke, wie komme ich denn aufs Dach hoch? Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll. Müll, 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 Müll. Wirklich alles. Ich sagte, Liebster? Bist du es, mein geliebter Ehemann? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Okay. Kümmere ich mich. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, mach auf, Großmutter! Ich wette, sie kann uns nicht mal hören. Sie ist blind, nicht taub. Wir wollen die Wäsche abholen. Sie ist aber auch nicht dumm. Mach's doch besser. Wir holen dein Geld, Großmutter. Hallo? Schau dir das an! Wer so aussieht, hat auf der Bottle Street nichts verloren. Diese Kluft muss teuer sein. Vielleicht schenke ich sie meiner Freundin. Das war jetzt nicht wirklich geplant. Gegnerangriffe. Du hast deinen Gegner gerade durch einen perfekten Block aus dem Gleichgewicht gebracht. Drücke jetzt R1, um einen tödlichen Angriff auszuführen. Was ist mit dem los? Hat der Granaten hier? Voll Hirsch. Komm von der Straße runter. Die alte Dame braucht wahrscheinlich kein Mana. Haben wir hier eine Urne, was zu essen. Okay. Wieder zu. Ist irgendwo noch eine Rune. Ganz in der Nähe eigentlich. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Okay, mal schauen, was sie für uns zurückgelegt hat. Auf der Kommode. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Eine Rune. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst.
Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein. Du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard, jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Mann, Mann, Mann. Was für Vögel haben dir ins Hirn geschissen? Sie sind scheu. Du krasse. Sonst kommt sie. Da habe ich ein wenig Angst. Gut. Jetzt noch hier lang. Denn hier hinten hat es auch noch eine. Lumpen, Lumpen, Gräfin, komm raus aus deinem Haus. Lumpen, Gräfin. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Oh oh. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Oh Mann. Okay, raus geht's. Richtung Lichtwand und Dr. Galvanis Büro. Überall liegen hier noch Leichen von der Plage. Achtung, Mitglieder der Wache. Dieser Bezirk wird ab sofort zum stark infizierten Gebiet erklärt. Die Bewohner müssen sofort zu benachbarten Bezirken oder zur sofortigen Deportation in den überschwemmten Bezirk geleitet werden. Bleiben Sie auf Ihren Posten, bis Spezialisten die infizierten Körper entfernt haben. Da hinten ist noch ein Herz. Eine Rune. Kann ich die mitnehmen? Ja, tragen. Aha, ja, das muss ich hier durch. Kann ich aber nicht. Was, du kannst diese Lichtwand auf verschiedene Weise überwinden. Entweder deaktiviere sie, indem du den Walöltank entfernst, oder klettere auf die Kisten rechts und wähle den Weg übers Dach. Oder finde einen anderen Weg, indem du die Straße nach rechts folgst. Übernimm mit Beherrschung die Kontrolle über eine Ratte und benutze den kleinen Tunnel auf der linken Seite. Ja, das mit der Ratte wird nichts, kann ich nicht. Einen anderen Weg nach rechts. Ich nehme den Weg über das Dach. Ah, was für ein Zufall, dass dort wahrscheinlich ein explosiver Behälter
steht und die zwei Typen da sich dort wahrscheinlich wieder treffen werden. Ich gehe da rein, obwohl kann ich mich auch. Naja. Kommt ja auf dasselbe an. Zu Dr. Galvanis Büro gehen. Ja. Wir erledigen den Typen zuerst. Bevor wir zum Oberaufseher gehen. Weiter. Hier hinten ist auch nichts. Ich könnte jetzt eine Ratte kontrollieren, wahrscheinlich da hinten irgendwie noch einen Weg mir bauen. Moment, hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Sie sind verseucht. Verseucht? Das ist Unsinn. Können wir nicht... Nein, ich sag's dir. Mit Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ist gut, ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Kaiserlicher Arzt oder nicht, ich hörte, er sei ein Scheusal. Ein abergläubiger Stelzbock, der mehr Zeit mit Prostituierten als im Labor verbringt. Soll das ein Vorgeschmack auf unsere Ehe sein? Schätze schon, was? Ich hoffe nicht. Ich sage es dir ganz offen, dafür fehlt mir die Ausdauer. Okay, nettes Gespräch. Somebody. Mir hat sich da. Geh weg, du. Gut. Wo ist die nette Dame? Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Boah, das war ja ganz schön eng. Betäubungsbolzen. Die können nützlich sein. Mana.
Was haben wir alles? Tagebuch, ich bin zu einer Abendveranstaltung im Haus Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats des der größten Kälte, der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe, ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas tivianischen Rotweins. Taschenuhr. Ging jetzt. Ich dachte, die Tür ging auf. Okay, das ist alles. Glaube ich. Auf dem Bett ist ja nichts mehr. Ist das der Doktor?